Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einem neuen Video. Und zwar war ich im Internet ein bisschen unterwegs gewesen und habe auf der Seite von SWR3 Online was Interessantes gefunden. Und zwar behaupten diese Forscher, E-Scooter sind größere Klimakiller als Busse. Natürlich fragt man sich zuerst, wenn man das liest, wie kann das denn sein? Bus, groß, Diesel, wupp, CO2-Ausstoß und halt der E-Scooter, klein, kein Diesel und Elektro. Super interessant, ich habe mir das mal durchgelesen und so doof ist das eigentlich gar nicht. Um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, dass SWR 3 doof ist oder so, nein. Aber was sie rausbekommen haben, wir gucken ja immer auf das Aktive. Bedeutet, wir vergleichen jetzt zum Beispiel einen Roller mit dem Bus. Und dann sagen wir natürlich, der Roller ist natürlich, wenn wir jetzt alle Roller fahren würden, natürlich für die Umwelt gesünder, als wenn wir alle uns in diesen Dieselmonster da setzen. Ja? Aber was da noch dahinter hängt, das schauen wir uns, oder das hat sich SWR 3 sich mal genauer angeschaut. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz interessante Geschichte, die ich mit euch mal hier durchgehen möchte. Und zwar, Forscher aus der USA haben jetzt eine Studie herausgebracht, dass E-Scooter bis zu 126 Gramm CO2 pro Meile ausstoßen. Ein Linienbus hingegen nur 88 Gramm. So, wie kann das sein? So, und hier schreiben sie, der E-Scooter fährt doch elektrisch und der Bus mit Diesel. Nun, ganz so einfach ist die Rechnung nicht. Jetzt wird es ziemlich interessant. Die Forscher haben nämlich auch die Herstellung der E-Scooter und der Busse mit eingerechnet. Und das sorgt für ein anderes Ergebnis. So, Durchschnitts-Leih-E-Scooter hält 6 Wochen. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, ein E-Scooter hält 6 Wochen. Danach ist er durch. Ja, durch gewollte Zerstörung, weil er abgenutzt ist, wie auch immer. Und jetzt alle 6 Wochen muss da so ein E-Scooter neu produziert werden. So, ich dachte, ernsthaft, die Dinge halten auch ein bisschen länger. Na gut. So, was schreibt denn die SWR 3 dazu? Sehr ernüchternd, viele der E-Flitzer halten maximal 2 Monate, bevor sie den Geist aufgeben. Das ist unglaublich. Das hätte ich wirklich, wirklich nicht gedacht. In vielen Städten kann man die E-Scooter leihen, aber leihen gleich nicht meins, gleich passe ich nicht drauf auf. Und so ist das wirklich leider. Also wenn man mal wirklich sieht, wie sie mit den E-Scootern umgehen, es ist schon, da merkt man schon, nö, ist ja nicht meins und wenn das kaputt ist, irgendwo steht der nächste E-Scooter für mich bereit. Das ist vereinfacht gesagt die Formel hinter der kurzen Lebensdauer der Leih-E-Scooter. Also wirklich Randalismus, also wirklich gewollte Zerstörung lässt so ein E-Scooter im Durchschnitt 6 Wochen bzw. 2 Monate alt werden. Wir lesen mal weiter. Für die Roller muss zum Beispiel der Strom für den Antrieb hergestellt werden. Das ist nämlich das Problem, weil man sagt ja auch, wenn jetzt wirklich alle von heute auf morgen umsteigen würden auf Elektromobilität, ja, heißt Elektroautos, E-Scooter, E-Bikes, Pedelecs, kommt übrigens jetzt auch noch ein Video dazu, super interessant, was ist eigentlich Pedelec, was ist eigentlich ein E-Bike und wo sind die Unterschiede? Und genau, aber wenn wir jetzt alle umsteigen würden, wir hätten gar nicht so viel Strom oder wir könnten gar nicht so viel Strom liefern. Endeffekt, was machen wir denn? Ja, das ist die große Frage und auch die interessante Frage. Die drängen uns alle dahin, aber irgendwie können wir es auch nicht bedienen. Für alle Roller muss zum Beispiel der Strom für den Antrieb hergestellt werden. So, haben wir ja gesagt, die Produktionsbedingungen in China, die Produktionsbedingungen in China sind auch alles andere als vorbildlich und klimafreundlich. Das wissen wir jetzt nun, das ging ja durch die Medien. Die Herstellung von Batterien für die ganzen Elektrofahrzeuge, ja, nicht ganz ohne. Vielleicht kommt ja nochmal ein Thema dazu. Könnte ich auch mal ein Thema dazu machen, ja. Bei Leihscootern kommt noch dazu, dass in den Städten Lastwagen umherfahren, die Fahrzeuge abends einsammeln. Ja. Also jeden Abend fährt da jemand rum. Und nicht nur einer, ja, eine Großstadt, ich glaube in Berlin sind es jetzt 9000 E-Scooter. So, da fährt jetzt also einer rum mit einem LKW, wird auch ein bisschen schwer, also mehrere Transporter. Er sammelt die eins, das machen übrigens, da suchen die Verleiher ja richtig selbstständige Leute, die diese Arbeit machen, nach dem Feierabend. Ich glaube pro E-Scooter jetzt 4 Euro, das bedeutet
Du musst die einsammeln, mit Strom versorgen und so weiter. Also ganzen Kosten musst du aufbringen und versuchen, das mit diesen 4 Euro pro E-Scooter auszugleichen. Habe ich auch einen sehr, sehr interessanten Bericht darüber gelesen und mir juckt es eigentlich in den Fingern, darüber mal zu berichten, weil das ist nicht ohne. Na gut, dazu ist in den Städten Lastwagen umherfahren, die Fahrzeuge abends einsammeln. Sie werden über Nacht geladen und am nächsten Morgen wieder ausgefahren. Auch das bläst jede Menge CO2 in die Luft. Ja, selbstverständlich. So, und jetzt kommt das Thema, wo ich sage, ach ehrlich, da bin ich jetzt aber wirklich überrascht. E-Scooter machen faul. Ein weiterer Aspekt der Studien, durch die E-Scooter werden die Menschen lauffaul. Bei den Befragungen kam heraus, dass viele Menschen die letzten Strecken zum Ziel lieber mit dem E-Scooter fahren, als zu laufen oder die Strecke mit dem Fahrrad zu fahren. Also, da wird der E-Scooter wieder zu viel benutzt. Das entlastet den Verkehr nicht, sondern verstopft die Straßen eher. Dazu kommt der Bewegungsmangel. Der sorgt dafür, dass sich die E-Scooter-Fahrer immer weniger bewegen und dann vielleicht doch schneller das ein oder andere Pfund ansetzen. Ja, so Freunde, sind wir das jetzt auch mal durchgegangen? Also doch nicht so die optimale Lösung, wie es mir scheint. Aber gut, vielleicht kriegen wir das ja noch alles in den Griff mit der Produktion und so weiter und so fort. Ja, es hat alles, also ihr seht selber, es hat alles seine Vor- und Nachteile und wir müssen es halt abwägen. Der Bus, finde ich, ist immer noch, wenn wir alle den Bus benutzen, immer noch eine optimale Alternative, als würde jeder mit seinem eigenen Auto durch die Stadt fahren. A, es wird einfach verstopft. B, wir haben mehr CO2-Ausstoß. Fakt. Ach, gut, gut, gut. So, Freunde, das soll es gewesen sein. Wieder eine Runde E-Scooter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, natürlich liken, abonnieren. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt die Sonne, so lange haben wir sie nicht mehr. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Bird, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.